Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Eine Nachricht aus meinem Herzen will zu dir. Das Bewusstsein shiftet bei vielen Menschen immer mehr und immer stärker. Und je mehr wir in unsere eigentliche Wahrheit hineinkommen, umso mehr kommen die Dinge, die damit nicht in Übereinstimmung sind, hoch, werden gesehen und wollen entlassen werden. Und das passiert in uns, und da es in uns passiert, passiert es um uns, denn außen ist eine Reflexion unseres eigenen Bewusstseins. Das heißt, du kannst sagen, die Programmierung vieler Jahrhunderte, die auf der Erde passiert ist, durch den Verstand, durch das Verstehen von der Erde, durch die Dimension, sage ich mal, dritte Dimension, die wir hier gespielt haben, dass also außen die Realität ist und außen das, was wir sehen mit unseren und wahrnehmen und denken können und fühlen mit unseren fünf Sinnen, dass das sozusagen quasi die Realität und die ausschließliche Realität ist. Und genau das ist eine gigantische Manipulation, wodurch die Menschen restlos, fein, säuberlich aus ihrer Kraft, aus ihrer eigentlichen Fähigkeit herab und herausgehalten werden, weggehalten werden. Und das Bewusstsein, das Erwachen passiert immer mehr in dir. Und da es in dir passiert, passiert es auf der Erde und passiert es kollektiv, weil das Kollektiv dein eigener Spiegel ist. Wenn wir sehen, leben, in dem drinnen sind, dass wir diesen Ereignissen im sogenannten Drumherum nicht ausgeliefert sind, sondern sie beobachten, wahrnehmen, anschauen können aus der Perspektive unseres vollkommenen Bewusstseins, aus der Energie, wie ich immer wieder sage, die vor der Geburt da ist, die vollkommen ist, die zuschaut, wie sozusagen dein Körper geboren wird und deine Erfahrung auf der Erde macht und wie du deinen Körper wieder ablegst. Und die weiter dort einfach existiert. Diese Energie ist eine Energie, ein göttliches Bewusstsein, göttliche Energie. Die Quelle, die Quellenergie, dein höheres Selbst, die Einheit, das Bewusstsein von allem, was ist. Die Verbundenheit. Und je mehr wir in das als unsere tatsächliche Realität eintauchen, und erkennen, dass das, was in der Manipulation uns als Realität gesagt wurde, umso mehr kommen wir zurück in unsere Kräfte. Denn wir sind in der Lage, an diese Energie anzuschließen, die vollkommen in uns ist, und bekommen komplette Ruhe und können mitten im Chaos, in der totalen Angebundenheit, innerem Frieden und Stille sein und können damit von innen das Chaos um uns herum überschreiben und verändern, verwandeln und umändern. Und genau hier sind die Prozesse bei vielen Menschen im Moment, dass sie sehen, ja, Wahnsinn, ich bin eigentlich mehr, ich bin ja gar nicht der Abhängige und das Opfer der Umstände und der Welt drumherum. Vor allem, wenn du meinen Channel hörst, dann hast du ja ein bestimmtes Bewusstsein, einen bestimmten Grad an Bewusstsein, sonst kannst du meinen Channel gar nicht hören. Weil wenn du noch alle Verantwortung an außen abgeben möchtest, kannst du hier nicht sein. Dann bist du nicht in der Lage, diesen Channel zu finden, zu sehen oder in irgendeiner Form anzuknüpfen. Und hier sind wir auch gleichzeitig bei einer ganz, ganz wesentlichen Sache. Denn dieses Freiwerden hat ganz viel damit zu tun, dass du sozusagen quasi an deine eigene Resonanz kommst und deiner eigenen Resonanz vertraust und schlussendlich dich ganz mit ihr verbindest und nur ihr anfängst zu folgen.
Wenn es in dir resoniert, was in dir resoniert, was in dir schwingt, was, wo du fühlst, das ist Wahrheit, ob du es verstehst oder nicht, aber du spürst, es ist wahr für dich. Und es ist jetzt wahr für dich. Und du dich da hineinstellst, da fängst du an, genau das zu tun, dass du nämlich dein vollkommenes Wesen immer mehr in diese Dimension der Dualität hineinkommen lässt. Dualität, warum Dualität? Warum haben wir hier eine Dualität? Ja, weil wir hier die Illusion durch die fünf Sinne und den Verstand haben, dass alles separiert ist. Und in dem Prozess des Erwachens habe ich ständig damit zu tun, dass ich das alte Denken in mir habe und denke, ach, der ist aber jetzt doch saudoof. Und dann erkennen muss, okay, was die Situation, dass er so saudoof ist, ist irgendeine Resonanz in mir, die mich schmerzt und die ich jetzt in mir entlassen kann. Das ist eine Frage von Bewusstsein. Da habe ich noch gedacht, ich wäre Opfer einer Situation. Und das liebevoll erkennen und entlassen. Und plötzlich ist diese ach so doofe gar nicht mehr so schlimm und fängt einen gar nicht mehr an, kann einen plötzlich gar nicht mehr triggern. Und diese Prozesse passieren im Erwachen. Diese Prozesse passieren, wo wir mehr und mehr erkennen, das, was wir spielen, die Anhaftungen an unsere Tätigkeiten, an unsere Rolle, an unseren Beruf, an unser Äußeres, an unser Bankkonto, hat nichts mit unserem Wert zu tun. Und je mehr ich anfange, das loszulassen, diese ganze Welt, die manipulativ ist, weil sie außen gesteuert ist, verstandesgesteuert ist, sinnesgesteuert ist. Und erkenne, das hat überhaupt nichts mit meinem Wert zu tun, sondern mein Wert ist mein eigenes vollkommenes Wesen, was bereits vollkommen ist, was sich nicht verwandelt, derweil ich alle Erfahrungen mache. Tief in jedem drinnen ist dieses Wesen. Wenn du in die Stille kommst und dich ganz tief mit dir verbindest, kannst du diesen Anteil, diese Energie in dir finden. Und diese Energie hat die vielen Namen von göttlich, von Bewusstsein, von Quelle, von höherem Selbst, ja, von innerer Stimme. Und je mehr wir erkennen und da hineingehen und da uns zetteln und da ankommen in dieser Energie, umso mehr können wir anfangen, darin zu ruhen, zu vertrauen auf die Dinge, die von innen kommen, dass wir getragen sind, dass wir angeschlossen sind, dass Perfektion in unserem Leben ist, dass unser wissender Anteil und das wissende Wesen in uns ständig führt und ständig so führt, dass wir mehr und mehr das Manipulative und die manipulative Welt loslassen können und mehr erkennen, wer wir wirklich selber sind. Und damit allem, was wir so im Leben begegnen, auf neue Weise begegnen können, wodurch all die Schwierigkeiten, die vorher da waren, wo wir noch Opfer waren, verwandelt werden, weil wir den Schöpfer in uns erkannt haben. Nach Hause kommen wir nicht, indem wir auf der ganzen Welt herumrasen und herumreisen und sagen, ach, das gefällt mir nicht und das nicht und das nicht und das nicht und das müsste es sein und so weiter, sondern es ist ein Weg nach innen. Hier in uns, in unserem Inneren, ist diese unsterbliche Energie ganz tief zu finden. Und wo wir in der eintauchen, die fühlen und uns von der führen lassen können. Im Leben fängt Magie an zu fließen, in unfassbarer Form. Das ist mir 2006 her passiert, wo ich an dieses angeschlossen wurde in der Meditation. Und vor 5 Jahren habe ich den ersten Kurs, 5-Monatskurs gemacht zu diesem Thema, innere Stimme.
wie wir selber wieder bewusst daran anknüpfen können. Und am 15. September dieses Jahr 2024 startet Level 2, innere Stimme, tiefer, weiter in diese Verbindung von unserem vollkommenen Wesen zu kommen und daraus unserem Leben, unser Leben zu schöpfen, die Weisheit in uns zu nützen, ganz aus dem Opfertum auszutreten, selber Schöpfer unseres eigenen Lebens und der Realität um uns herum zu werden und damit in unsere volle Kraft immer weiter, in unsere Multidimensionalität zu tauchen und diese in diese Inkarnation, in dieses Leben, in diesen Körper reinzubringen. Das ist in den allermeisten Fällen Thema, warum wir hier inkarnieren, dass wir uns zurückerinnern, wer wir wirklich sind und dadurch Erfahrungen machen als vollkommenes Bewusstsein. In der Unvollkommenheit, um uns neu wieder zu erkennen und neu erfahren zu können. Göttliche Schöpfung erfährt sich vielfältig, neu. Die Einheit erfährt sich in Vielfältigkeit, Trennung, als verschiedene Menschen, als getrennte Objekte. Genau dadurch passiert sehr viel in unserem Bewusstsein und in unserem Erfahrungsfeld. Jeden Tag konkret im Leben mit den Dingen umgehen, sich zu beobachten, wann schießt mein Verstand rein, macht mir Ängste, peitscht mich durch die Gegend und lässt mich total im Opfer untergehen. Und wann erkenne ich das und sage, danke, halt, 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 da spiele ich jetzt nicht mehr mit. Was ist es denn, was ich wirklich selber will? Mich selber rausziehe, anfange zu beobachten, in die Beobachterrolle gehen und sagen, okay, ja, nein, ich möchte ja ganz was anderes. Und dann da hineingehen, in die Ruhe, in die Stille, in die Verbundenheit, die Angeschlossenheit, in die Verwurzelung mit dem wahren Sein, was wir wirklich sind. Also auf einmal die Wunder zu erleben, wie sich das Außen entsprechend dem Innen verändert und zur Ruhe kommt und in die Stille kommt. Das Schöne ist, das Spannende ist, das Spannendste ist genau jetzt, was in deinem Leben passiert. Und die Möglichkeit durch neue Perspektivenwahl, durch Erweiterung in deinem Bewusstsein, in unserem Bewusstsein, plötzlich mit Dingen umgehen zu können, die wir vorher vielleicht als ganz furchtbar fanden. Wenn wir sehen, dass Ängste ausschließlich mit dem Verstand zu tun haben, und anfangen, die Ängste zu entlassen, den Verstand da drin zu entlassen und erkennen, dass der innere Teil in uns niemals Angst kennt. Unser vollkommenes Wesen kennt keine Angst, ist absolut in tiefster Stille und Ruhe. Ja, ich habe das immer wieder auch erzählt, als 2019 unsere Tochter tödlich verunglückte und ich mit meiner inneren Stimme in Verbindung trat und gefragt habe, warum jetzt, warum so früh? Sagte meine innere Stimme. Ja, jedes, also das ist alles, tut dieses innere Wesen bestimmen, wann, wo, wie es geboren wird, was es erleben will, erfahren will und wann es eben seinen Körper wieder loslässt. Und diese absolute, absolute, emotionslose, tiefe Stille und Unerschüttertheit zeigte mir, dass das nur obenhin plätschernd auf einer, wie sagt man, Oberfläche unseres Bewusstseins gibt es überhaupt nur diese Dramen, seelischen Verknüpfungen und Chaos und Schwierigkeiten und Ängste und so weiter. Und das dieser innere Teil, der wir wirklich sind, der lässt sich von nichts erschüttern. Der hat die absolute Sicherheit.
und das absolute Wissen von allem, was ist, war und kommt. Und wir sind jetzt und hier in jedem einzelnen Augenblick in der Lage, in dieses Bewusstsein, in uns, was vorhanden ist, einzutauchen und damit eine restlos neue Realität im physischen Körper, im sogenannten Leben zu erfahren. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht gigantisch? Ist das nicht alles wert, was wir bisher erfahren haben? Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du bis hierher zugehört hast, und ich freue mich von ganzem Herzen auf dich. Das nächste Mal.